Wieso ist das Ganze so wichtig, geistiger Eigentum? Ich werde es relativ kurz machen hier. Wir sind eine, na, ich gehe gleich mal runter. Wir sind eine Exportnation, ja. Das heißt, wir sind Land der Denker und Dichter. Wir haben überhaupt gar keine Rohstoffe, ja. Das heißt, wir müssen Ideen exportieren. Wir haben keine Rohstoffe. Also mit dem Boden, da können wir nicht so viel anfangen, sondern wir haben hauptsächlich die Ideen. Das heißt, wir nehmen dann die Sachen von anderen, die Werkstoffe und bauen daraus was Tolles zusammen. Das ist also sehr, sehr wichtig. Und wir brauchen letztlich einen rechtlichen Schutzschirm, damit wir, wenn wir was exportieren, dass wir dann diesen Entwicklungskosten auch wieder einspielen. Und letztlich haben wir einen volkswirtschaftlichen Ansatz. Das heißt, es ist also diese Schutzmöglichkeiten, ist ein Bindeglied zwischen der innovativen, ästhetischen und werblichen Produktentwicklung, also Leute, die daran arbeiten. Und dass wir dann auch wirklich Geld bekommen. Deswegen war das eine gute Frage mit Corona-Schutz und Schutzimpfung. Nur wenn wir einen finanziellen Anreiz haben, kümmern sich die auch so. Und genau ohne der Chance der Erringung dieses Monopols durch ein Design oder durch ein Patentrecht würde da keiner investieren. Und deswegen brauchen wir diese Schutzrechte einfach für die Volkswirtschaft. Und da gibt es einen Namen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Und da wird einfach geguckt, wie wichtig sind diese immateriellen Anlagen, und die sind schon sehr, sehr wichtig. Und das heißt, Sie können es hier unten sehen, das europäische System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung, das Konto nur produzierende immaterielle Anlagegüter, das setzt sich zu 3/4 aus Investitionen in Computerprogramme zusammen, ja? 1/6 aus Investitionen in Urheberrecht und nur sehr geringe Anteile aus Suchbogen und Grundstücksübertragungskosten. Also wirklich das meiste Geld geht immer drauf an diese, ja, Datenbanken und an das Immaterielle. Das kostet manchmal mehr, die Entwicklung, als dann wirklich die Produktionsanlagen herzustellen. Wie sieht es aus? Großindustrie, Mittelstandsindustrie. Natürlich sind wir alle international verflochten, aber man kann feststellen, die Großunternehmen, die schützen viel, viel mehr. Siemens hat eigene Abteilungen und die kleinen Unternehmen, die machen natürlich wenig Anmeldungen, weil das natürlich viel Aufwand macht. Und deswegen bespreche ich das ja mit Ihnen auch, dass Sie so ein bisschen nicht hier in der Lage sind, auch mal das selbst einzuschätzen. Und deswegen, wir haben eine IP-Konzentration, das heißt, 10% der Anmelder sind für 66% der Anmeldungen verantwortlich. Das heißt, die Großunternehmen, die nutzen die Schutzrechte so richtig strategisch. Sie sehen das auch nochmal hier. Also gerade die großen Unternehmen haben sehr viel geschützt, aber eigentlich die Erfindungen passieren auch in den kleinen Firmen. Und deswegen muss man da wirklich aufpassen, dass man überall so schnell wie möglich anfängt mit diesen entsprechenden Schutzmechanismen.